Hey Leute, heute das Tutorial Nummer 7. Ich habe auch eure bisherigen Videos schon gesehen. Super, immer weitermachen. Heute lernen wir den Hanging Man und gehen dann in den Running Man. Und so sieht das Ganze aus. Und heute habe ich natürlich wieder Hilfe dazu geholt. Heute begleitet mich der John. Hi Sven. Hi John. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich. Die da draußen haben das jetzt schon gesehen. Wir fangen jetzt mit den Hanging Man an. Ich zeige dir noch mal ganz kurz, wie das nachher aussehen soll. Nachher ungefähr so. Ja. Letztendlich werden wir bei der 1 ungefähr hier sein. Und die 2 geht dann mit, zusammen mit den Füßen nach außen. Wir stehen hier auf den Zehenspitzen und die Fersen sind tatsächlich oben. Ja, also nicht so weit, aber bei der 2 würden wir dann ungefähr so landen. Okay. Und gehen dann bei der 3 wieder nach innen. Also als ob die Hände an den Fersen hängen würden, ne? Ja, so ungefähr. Also man geht zusammen nach außen und geht wieder zusammen nach innen. Mhm. Und dann hat man nachher das Gefühl, man würde theoretisch irgendwo aufhängen und macht dann, ja, das Hampelmännchen. So ungefähr. Das ist cool, ja. Ja. Also, die Arme müssen nach außen gehen, die Füße gehen gemeinsam nach außen und gehen wieder nach innen. Also. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Ja. Wir müssen darauf achten, dass hier oben und der Oberkörper komplett steif ist. Also Oberkörper, Oberarme bleiben steif und nur die unteren Arme bewegen sich. John macht das schon richtig, nur nochmal als Tipp für da draußen. Wir machen das Ganze nochmal ein bisschen schneller. Ich zähle wieder ein. Ja? Okay. Also 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, perfekt. Ist gut. Danke dir, macht Spaß. Ja, und wir machen jetzt direkt weiter, weil wir lernen heute nicht nur den Hanging Man, sondern wir lernen auch heute den Running Man. Das ist ein komplett anderer Schritt. Ja, so ungefähr. Also, wir gehen mal die einzelnen Positionen durch. Das wäre Position 1. Position 2 wäre diese hier. Du kannst auch den Fuß ruhig ganz aufsetzen, das ist anfangs leichter. Position 3, springen ganz genau und wieder Position 4. Ja, die Balance zu halten ist sogar schon schwierig, wenn man es so langsam macht. Aber ja, richtig. Also die Balance zu halten ist schwierig, aber es geht nachher eigentlich nicht darum, das lang in der Position zu halten, sondern diese Bewegung immer schneller auszuführen. Für den Anfang ist es leichter, das in den Positionen zu machen. Umso besser man wird, umso mehr kann man das immer sofort wieder absetzen. Wir machen das einfach mal gemeinsam. Okay. 5 und 6 und 7 und 8 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Ja. Das läuft langsam, oder? Ne? Das war doch das Gleiche, ja? Ja. Gut. Perfekt. So. Noch gut? Ja. Alles klar. Ich kann noch. Wir werden diesen Schritt versuchen, jetzt auch im Kreis zu tanzen. Wir drehen uns einmal komplett rum. Landen dann wieder so, würden dann den Running Man viermal nach vorne machen und viermal nach hinten. Und das üben wir jetzt nochmal. Also 5 und 6 und 7 und 8 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 1. Ah. Ja, perfekt. Aber passt, ja. Ja, es klappt schon recht super. Willst du mal mit Musik probieren? Unbedingt mit Musik. Alles klar. Musik ab. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8 und 1. Super! Ja, Mann. Das war echt genial. Danke dir. Ja, hat mich echt gefreut. Danke, dass du hier warst. Bis bald. Bis bald. Ja, und ich hoffe, bei euch hat es genauso gut geklappt. Und wenn ihr es genauso gut wie der John gemacht habt, dann macht auch ein Video davon. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis nächste Woche. Ciao. Und hier seht ihr nochmal die Kernpunkte des Hanging Mans und des Running Mans. Nächsten Donnerstag bringe ich euch dann den X-Jump bei. Und damit ihr weiterhin nichts verpasst, könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Und jetzt seid ihr dran. Tanzt zu dem Song Delight von Jamie Barry und postet euer Video mit dem Hashtag NeoSwing im Titel. Alle eure Videos gibt es gebündelt auf justsomemotion.de.
Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche.